Heute im Maultaschentest die Maultaschen von Herr Kechele. Das sind einfach die klassisch schwäbischen Maultaschen. Auf der Verpackung ist hier so ein Tierschutzlabel drauf. Ansonsten die Zutatenliste. Füllung ist Schweinefleisch, nicht eingegeben wie viel, Spinat, Vollei-Mehl, Sahne, Fleischbrühe, Liebstöcke, dann Stabilisator 2 Stück, Antioxidationsmittel 2 Stück und Rauch. Teig ist ganz normal, Hartweizengrieß, Vollei, Wasser. Wie immer gebe ich eine Maultasche ins Wasser, dass sie warm wird, und die andere schauen wir uns jetzt gleich an. So, die Maultasche an sich sieht schon mal nicht so schlecht aus. Es sieht zumindest handgemacht aus. Auf der einen Seite ist es verschlossen und hier wird es wahrscheinlich abgeschnitten. Aber jetzt schauen wir uns mal das Schnittbild an. Ich finde, das Schnittbild sieht auch relativ ansprechend aus. Man sieht hier noch, hier sind so Speckstücke oder auf jeden Fall Fleischstücke drin. Man sieht den Spinat auf jeden Fall. Die Maultaschen riechen auf jeden Fall gut. Die Füllung fühlt sich auch wieder ein bisschen weich an. Vielleicht ein bisschen viel Spinat drin. Ich gehe jetzt noch die warme Maultasche holen, dann schauen wir die mal an und probieren die, wie die schmeckt. So, jetzt habe ich die warme Maultasche. Schauen wir mal, wie sich das Ganze hier verändert hat. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es warm ist. Jetzt sieht das Schnittbild nicht mehr ganz so schön aus, finde ich. Aber schauen, wie die Maultasche warm schmeckt. Gesamturteil von den Maultaschen von Herr Kechele ist 1 Stern. Ich habe ein bisschen was beim Aussehen abgezogen. Ich habe ein bisschen was bei der Textur abgezogen. Beim Geschmack habe ich 30 von 50 Punkten gegeben. Ich fand die Maultaschen haben nicht schlecht geschmeckt. Die hat eine gute Würze. Da war gut Salz dran. Geruch haben die Maultaschen volle Punktzahl bekommen, weil es einen schönen fleischigen Geruch hat. Vielleicht ein bisschen viel Spinat, aber sie waren durchaus in Ordnung. Wenn du noch weitere Maultaschen hast, die ich testen soll, dann schreib das gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal.